Ein Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory der kleinen, naja, ich nenne es mal mittlerweile großen Tutorial-Serie. Denn wir spielen ja auch hier mit einem Haufen von Mods und wir waren in der letzten Folge dabei, dass wir hier die Produktion für Kabel aufbauen, glaube ich. Ne? Genau, Kabel waren es. Da ist Draht, der Draht läuft soweit. Das passt auch soweit und jetzt müssen wir erstmal die Joten alles soweit fertig bauen, ne? Das läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Das sieht auch alles sehr ordentlich aus, wie ich finde. So, jetzt müssen wir aber erstmal, warte ich ein bisschen, so, das hier und das hier wird alles ganz normal. Das Zeug da. Hm. So, jetzt machen wir erstmal hier zu auf jeden Fall. Okay, jetzt muss ich mir eben kurz Beton holen. So. Ja, ja, hier müssen wir später auch alles noch zubauen. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen Rohbau. Aber ich kann euch versichern, das kommt. Keine Sorge. Kommt Zeit, kommt Rat. So kann ich euch versichern. Ah, guck mal hier. 439, 439. Ehrlich, oder? Guck mal, 438, zack, zack. Und 439, perfekt. So muss das laufen. Jetzt haben wir zumindest nicht immer so die extremen Probleme. Haben wir noch Eisenplatten? Eisenplatten haben wir noch, perfekt. Das heißt, wir können ein bisschen schöner, entspannter bauen. Alles cool. So, jetzt müssen wir aber Folgendes machen. Und zwar, also, das hier standardmäßig geht hier zu. So, das heißt, hier kommt später ein Geländer hin. Wir machen das so, dass wir hier zubauen auf jeden Fall. So. Hier kommt eine Wand hin. Hier mache ich mal eine Tür rein. Genau, dann haben wir hier die Produktion. Dann machen wir hier den intelligenten Splitter rein. Dafür brauchen wir zwei verstärkte Eisenplatten. Gucken, ob wir die hinkriegen. Was fehlt? Schrauben. Kriegen wir hin. Ja, ist am Anfang vielleicht ein bisschen doof. Also wenn wir die auch tatsächlich dann irgendwann später nicht mehr von Hand craften müssen, damit ist uns natürlich extrem viel geholfen, ne? Also, intelligenter Splitter. Zack. Machen wir da hin. So, also. Dann wandert erstmal das Förderband da rein. So, und wir produzieren hier Kabel. Also geht links Kabel raus. Rechts geht Kabel raus. Und in der Mitte geht der Überschuss raus. Zack, zack. Fertig. Dann können wir das nach da. Das geht nach da. Dann machen wir hier ganz normal. Kennen wir ja. Wir hatten den Container platziert. Der muss aber betrunken gewesen sein, ne? Jetzt passt das auch. Das passt. Gut, dann können wir jetzt auch hier die erste Wand setzen. Das bleibt offen. Dann machen wir das nach da. Das geht nach da rein. Das haben wir soweit. Das bleibt einfach ein Durchgang. Und das ist safe. Das ist safe. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Dass wir jetzt hier hinten den Ding jetzt durchkriegen. Also. Das, das. So, dann machen wir die kleine Säule da rein. Dann kommt erstmal
diese Wand. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, es gab ja jetzt... Ne, macht er immer noch nicht. Es gibt nämlich jetzt tatsächlich halbe Wände. Und, ja, das Coole daran ist, sind halbe Wände. Und es gibt auch runde Wände und es gibt jetzt auch Pipeline ohne Indikatoren und so weiter, aber so weit sind wir noch gar nicht. Deswegen, also, werden wir einfach mal schauen, wie das Ganze hier so weitergeht. So, das ist auf jeden Fall erstmal der Plan. Jetzt brauchen wir erstmal hier hinten 1, 2, 3 Wände, die nach oben gehen. Dann brauchen wir da oben eine Betondecke. Dann reißen wir den ganzen Spaß wieder ab. Dann setzen wir die 6 einmal hier hin. Den Ding, machen einmal die Taschenlampe an. Das passt. Dann setzen wir das Ding jetzt drauf. Das geht von oben runter. Zack. Das geht nach dahin. Das wandert hoch, das wandert hoch, das wandert hoch. So, das wandert hier unten hin. Das wandert dahin. Das wandert dahin. Hier hin. Das nach da. Das nach da. Warte kurz. So, so. So, jetzt müssen wir nämlich... Ja, Sicherung durchgebrannt, alles halb so wild. Passt das genau mit den 10 hier? Nee. 9 sind's. Kriegen wir aber hin. So, zack. So, haben wir. Cool, ne? So, jetzt müssen wir hinten noch zumachen. Fällt mir gerade ein. So, der zu. So, dann machen wir hier die gewohnte Tür rein. Mache ich hier oben auch noch eine Tür rein oder mache ich das nicht so? Mach mal Tür rein. So, die Fenster haben wir ja noch nicht freigeschaltet, dann machen wir das Ganze jetzt erstmal zu. Das heißt, die machen wir dann später. Genau. So. Müssen wir uns nur mal überlegen. Hier. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Tür reinmache oder nicht. Ich glaube eher weniger. Also hier werde ich wahrscheinlich eher durchgängig komplett zumachen. So. Jetzt müssen wir erstmal noch die Stromdinger setzen. So, den nach da. Den nach da. Den nach da. Und den haben wir immer hier hingesetzt, ne? Dann verbinde den mit dem. Den mit dem. Den mit dem. Der geht nach da. Der geht nach da. Der hier geht nach da. Der geht nach da. So. Genau. Dann haben wir einmal den hier. Der geht nach da. Dann kommt hier der Strom von außen. Den machen wir dann dahin, dann machen wir später hier nur einen Schalter dahin, wenn wir mal die Produktion leer laufen lassen wollen, weil ich will es ganz gerne hinter zum Ende hin auch die großen Container da reinbauen. Und deswegen. So, das, das, das. Dann machen wir jetzt folgendes. Ziehen das hier rein. Ziehen das hier rein und dann machen wir jetzt... Haben wir gar nicht. Wo ist er? Ja. Dann bauen wir die nämlich jetzt auch da rein direkt.
zumindest schon mal ansatzweise so ein paar Fensterchen. So. Also, und dann können wir eigentlich... Ja, warte mal kurz. Hoppala. Also. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, eigentlich können wir das ja offen lassen. Würde ich denken. Ne? Weil wir hier vorne sowieso hochbauen. Und das heißt hier mal eh hier. Sekunde. So. Und jetzt ist aber die Frage, jetzt, wenn ich jetzt das Ding hier hinbaue. So, und das Ding geht hier hoch. Soll aber oben rausgehen, geht da hoch. Ah, doch, das sehe ich, das ist... Nee, nee, das machen wir zu. Ja. Nee, das machen wir zu. So. Und das geht nach dahin hoch, das geht nach dahin hoch. So, das hier. Aber da bleibt ja offen. Das machen wir zu. Eieiei. Ist das alles kompliziert, Freunde, sage ich euch. Weil das ist ja eigentlich hier in der Richtung schon offen. Also passt das. So, jetzt müssen wir noch hier vorne. Ach, was habe ich denn da jetzt gemacht, ey, ernsthaft? So, okay, das haben wir. Strom. Ach so, ne, jetzt erstmal hier Förderband. Fällt mir gerade ein. Genau, Strom machen wir dann jetzt auch. Aber den lege ich jetzt erstmal von hier außen nach vorne. Das passt doch. Ey, der ist neu. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Hell, oder? Eine Sache. So, das passt. Das passt. So, jetzt müssen wir natürlich noch einen Fördermann drüberlegen. Ding, ding. Das geht dann da dementsprechend durch. Jetzt werden wir mal eben... Oh, das sieht so geil aus, ne? Also momentan bin ich echt fasziniert, was die jetzt momentan alles so an Updates raushauen. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, ne? Aber auch die machen das Spiel einfach ein bisschen angenehmer und hübscher und sehenswerter und was auch immer. Und das ist eigentlich echt ganz cool. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal hier Wände. Das heißt, wir machen erstmal da einen Durchlass hin. Hier kommt ein Durchlass hin.
Und dann müssen wir jetzt erstmal in die Mitte Dinge bauen und dann, bevor wir jetzt irgendwas machen, hau ich jetzt erstmal den Strom wieder an, würde ich sagen. Genau, jetzt wird erstmal der Strom wieder angehauen. So, wie viele haben wir da, die leer sind? 1, 2, 3. Eigentlich könnte ich auch schon mal bald einen vierten da hinbauen, weil dann wird es mit dem Strom sowieso wieder zerfetzen. So, 1, 2, 3. Das sollte erstmal reichen. Dann hauen wir da jetzt erstmal den Strom wieder rein. So, 1, 2 und Nummer 3. Und let's go. Läuft. So. Gut. Dann müssen wir jetzt mal nach oben gehen wieder. Ich will mal überlegen. Ich habe hier vorne einen Aufzug drin, ne? Ob ich da noch eine Zwischenetage reinbaue, wo ich dann von hier drüben auch rüber gehen könnte. Dass ich dann... Ah, muss man mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Würde ich sagen. So, also das läuft erstmal. So, jetzt brauchen wir... Muss ich mir im Sommer kurz gucken. Produktion. Ah, kommen wir jetzt gar nicht. Ich meine, ich brauche genau 30, ne? So, kriegen wir das hier noch gebaut? Der verstärkte Eisenplatten. Ich drehe durch. Produktion. Werkbank. Mal gucken, ob das noch klappt. So, also. Dann machen wir das gute Gerät hier. Das ist nämlich total super. Back. So, dann stellen wir nämlich mal ein auf 30. Dann geht da nämlich auch nicht mehr durch. Und dann können wir erstmal zack. Und zack. So, dann wandern die nämlich schon mal da durch. Und dann machen wir das folgendermaßen. Das jetzt erstmal hier. Hinsetzen. So, und dann bauen wir jetzt mal eben einmal das hier hin. Eins, zwei, drei, vier. So. Damit kann dann die Kabelproduktion auch anlaufen. Ja, und es gehen dann wirklich halt genau 30 Stück dadurch, 15 Stück dadurch. Macht 45, ne? Genau, macht 45 quasi. Und das heißt, 15 haben wir noch Luft. Problem ist, für Kupferblech brauchen wir 20. Das heißt, wir müssen den auf jeden Fall übertakten und auf MK2 umbauen. Deswegen, bevor wir Kupferblech herstellen, werden wir erstmal dann schauen, dass wir die Produktion aufbauen für versteckte Eisenplatten. Das ist so der Plan. Gut. So, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze so stehen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Na, wenn das Video gefallen hat, kannst du es ja kommentieren, abonnieren nicht vergessen, aktiviert die Glocke und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.